erklären, wie man eine Flasche richtig öffnet. Und zwar fangen wir einfach mal mit der einfachsten Variante an. Tada! Gut, Spaß beiseite. Es gibt natürlich auch etwas kompliziertere Fälle. Und dazu brauchen wir dann ein sogenanntes Kellnermesser. Das sieht so aus, es hat verschiedene Teile. Messer, um die Kasse zu öffnen, zeige ich euch gleich. Das hier hat jetzt nochmal die Variante, dass man tatsächlich auch einen Flaschenöffner für Kronkorken dran hat. Das hier ist hinterher der Heber, um den Korken rauszuziehen und eben die Schraube, die man hinter den Korken eindreht. So, ich würde sagen, wir waren. Wollen Sie hier rankommen? Also dazu nehme ich zum einen das Messer von unserem Kellnermesser, nehme hier vorne die Spitze und ritze das dann hier oben an der Kante, die fast jede Flasche hier oben hat, einmal ein, und zwar einmal ringsherum, dazu am besten die Spitze nehmen. So. Dann geht das relativ einfach und dann, zack, oben das Teil abgetrennt. Und jetzt weiter. Nächster Schritt, die Schraube einmal oben in den Korken reindrehen. Dazu mittig ansetzen und dann einmal richtig schön, am besten so gerade wie möglich reinbringen, damit der Korken nicht bricht. Und immer so eine Umdrehung am besten draußen stehen lassen. Wenn man ein ganz gutes Kellnermesser hat, dann hat das meistens zwei Stufen. Das ist so, ist ein bisschen einfacher, vor allen Dingen für Leute, die nicht ganz so kräftig sind wie ich zum Beispiel, dass man in zwei Stunden den Korken rausziehen kann. Dann einmal das Oberteil ansetzen und dann mit der Hebelwirkung einmal ziehen. Hier oben das zweite Teil nachsetzen, nochmal ziehen und zack, Korken ist raus. Ganz einfach. Und so macht man das ganz ordentlich. Für die, die es bisher noch nicht brauchen.